Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von The Evil Within 2. Wir haben übrigens bei der letzten Folge die Labore betreten. Das ist ja ein Gebiet, was im Mark vorhanden war, denn O'Neill ist anscheinend verschwunden und wir müssen ihn finden. Ja, ich weiß nicht, ob wir den übrigens in dieser Folge ausfindig machen oder nicht. Allerdings war das jetzt hier verdammt schwer. Ich musste nämlich diese ganzen Viecher, die hier unten waren, alle besiegen. Und Tony Modi, das ging ganz schön ab. Ich überlege, ob wir erstmal da reingehen. Da muss ich jetzt aber gucken. Ich habe keinen Kältebolzen, ich habe gar nichts mehr, ne? Für einen Schockbolzen brauchen wir leider. Oh Gott. Du brauchst halt für alles immer zu viel. So, 8 Schuss, kann ich mir 2 damit machen oder ich mache mir einen Schrotflintenschuss. Wir brauchen 2 Schuss für die Pistole. Ja, dann können wir da jetzt nicht reingehen. Wir machen jetzt einfach ganz normal weiter. Denn wir brauchten ja als Cerebralchip, um hier voranzukommen. Mal sehen. Ja, mach hin. Ja. Hoffentlich hole ich Hoffmann und O'Neill noch ein. Hoffentlich. Ich habe auch kaum Munition, ne? Oh, nee. Wenn ich das jetzt hier alles sehe... Wenn ich das hier alles sehe, dann wird mir ganz komisch. Oh, nee. Shit. Es sieht so aus, als... Naja, würde uns gleich was erwarten. Ich muss mich einmal definitiv heilen. Warte mal. Wo? Hier. Okay. Ja, hier stimmt was nicht. Guckt euch den ganzen Scheiß an. Da kann ich anscheinend... Wasser aktivieren. Alter. Ne. Guckt euch das Gebiet an. Das sieht aus, als könnte hier eventuell ein Kampf, ein Kampf stattfinden. Oh Gott. Hier wurden auch die ganzen Leichen obduziert. Warte, muss ich hier lang? Da haben wir auch nochmal Munition. Alles klar. Also munitionstechnisch sieht es ja schon mal ganz gut aus. Mit der Heilung leider nicht so. Oh, wir könnten hier... Okay, ich sehe schon. Man sollte sich gut umsehen. Was? Stimmen. Ja, was stimmt hier nicht? Da gehe ich gleich rein. O'Neill wollte sich ja mit Hoffman treffen. Von da sind wir reingekommen. Ich bin gerade am gucken. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht mehr genau, was hier passiert. Aber es könnte wirklich ziemlich hart werden. Kann ich denn eigentlich Schockbolzen herstellen? Ach Quatsch. Ich will ja Schockbolzen herstellen. Ich könnte 2 Stück machen, ne? Ich weiß nämlich nicht, was gleich passiert. Ich will aber auf Nummer sicher gehen. Und dann ist gut. So. Dann werde ich mal kurz alles soweit einstellen, weil wie gesagt, es sieht für mich aus wie ein Bosskampf, der hier gleich stattfinden wird. Wir haben einmal hier eine Stelle, da können wir anscheinend eine Person einfrieren oder eine Kreatur. Und einmal da hinten. Das heißt also 2 Stück plus nochmal 2, die ich selber hergestellt habe. Okay, mal gucken. Mal gucken. Thank you.
Nein! Hoffman! Zurück! Nein! Er weiß nicht, was er tut! Oh. Liam! Nicht! Wen meinen Sie mit Liam? Zurück! Oh je. Oh je, oh je, oh je. Kommen Sie mir nicht in die Quere. O'Neill, was ist passiert? Theodore hat mir den Weg gezeigt. Ich gehöre jetzt ihm. Ich habe ihm geholfen. Und dafür hat er mir ein neues Leben verschafft. Ein Leben als Sklave. Du wirst es nie verstehen. Und dafür sollst du brennen! Oh je. Das ist mir zu heiß. Ich muss die Flammen löschen. Lauf nur weg. Du kommst hier nicht raus. Oh doch. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian. Ich zeig es dir. Au. Bin ich tot? Was ist denn jetzt los? Okay, warte mal, Wo ist denn... Nein! Och, Manno! Kann ich ihn wieder aufnehmen? Ich bin tot, ne? Och Mann, Alter. Ey, warum ist denn der so schnell? Wenn ich so eine schwere Ausrüstung tragen würde, wäre ich niemals so schnell. Ich meine, er hat einen Flammenwerfer und er hat ja gleichzeitig Öl oder Gas. Ich weiß ja nicht, was da drin ist, aber ich glaube, wir müssen das nämlich hinten treffen. Deswegen sind auch die Sachen da. Alter, ey, es ist so zum Kotzen. Sag mir jetzt, ich hab noch alles. Ey, und ich habe keine Kälte. Oh. Ich brauche nur einen Kältebolzen. Einen mache ich jetzt nur. Rauch? Oder komm, wir machen noch einen. Scheiß drauf jetzt. Diesmal schaffen wir es aber. Ja, das können wir schon. Weg damit. Was ist denn das für ein Schwachsinn, Alter? Warum wird denn die Kapsel nicht aktiviert? Oh, ey, nee, ich hasse sowas. Ganz ehrlich. Jetzt kann ich einmal zurücklaufen, weil das Spiel so richtig geil gerade ist. Oh. Ey, sorry, aber so eine Bosskämpfe sind echt behindert. Wenn wenigstens die Kapsel geplatzt wäre. Aber nein. Warum? Warum sollte ich denn dem Spieler was Gutes tun? Hey, vor allem schon jetzt Heilung nehmen, weil ich bin ja fast tot, was ich richtig dumm finde. Ja, komm, überspring die Scheiße, Alter. Ich brauche viel zu lange, um überhaupt. Ich muss die Flammen löschen. Na ja, komm. Hey, ich habe ihn nur gerade da getroffen. Was soll denn die Scheiße jetzt? Okay, mal gucken. Verdammt, Sebastian!
dem nicht entkommen. Versprochen. Mann, beweg dich! Oh, ey. Ich dachte, ich muss ihn hinten treffen. Anscheinend doch nicht. Oh ja, und ich renne direkt im Feuer. Oh Gott, das war knapp. Ich kann hier nicht mehr löschen. Mann, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was sind das denn für beschissene Kämpfe, Mann? Ey, ich verschließ, ich hab keine Muni mehr. Jetzt reicht's. Die Spielchen sind vorbei. Du wirst mich nie wieder. Oh, jetzt mal ganz. Jetzt mal Spaß beiseite, wie soll ich das machen? Ich habe kaum Munition, meine Waffen machen keinen Schaden, es war kein Spiegel da. Also ganz ehrlich, ich finde das nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht geil. Vor allem, weil kein Spiegel in der Nähe war. Ey, wisst ihr was, ich muss mir jetzt den Rest aufheben. Es bringt halt nichts. Denn anscheinend ist es ja so gemacht, dass ich nicht viel machen kann. Vielleicht darf ich auch nicht so häufig schießen, ist natürlich auch möglich. Ah, komm, wir schaffen es jetzt endlich. Okay. Ich kann ja zumindest noch Munition herstellen. Hier wird es mir zu heiß. Du kommst hier nicht raus. Ich muss die Flammen löschen. Er verlangt, dass ich mich um dich kümmere. Oder dich ändern will. Ah ja. Wo ist er denn? Jetzt rennt er da hinten rum. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Ich habe kein Kältebolzen, ich habe kein Nix. Ich heb mir das jetzt extra auf. Auf jeden Fall ist er da irgendwo. Sebastian, hör auf ihn! Er wird deine Meinung ändern! Wie bei mir! Ah ja. Ich bin nicht länger schwach, Sebastian! Ja, ich zeig es dir! Beweg dich doch mal! Warum kann man sich denn kurze Zeit auch nicht bewegen? Das ist so dumm gemacht! Meinst du? Ey, wie viel hält der denn aus, Mann?
Ich sehe vor allen Dingen nicht viel. So, ich muss mal ganz kurz Munition herstellen. Ich sehe es schon kommen. Das wird nicht. Oh ja, geil. Ja, ich habe gleich keine Muni mehr. Geil. Ja, schön, meine Munition geht mal aus. Lass jetzt die scheiß Maske fallen. Kannst du... Ey, kannst du echt vergessen. Wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Munition mehr. Das ist ja sowas von dumm. Ich finde halt auch nichts mehr, ne? Das ist halt doof. Anstatt sie mir mal ein bisschen Munition geben. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Das reicht auch hinten und vorne nicht. Ich habe keine Munition mehr. Das ist scheiße. Ein Harpunenbolzen, der bringt noch nicht viel. Ey, ich krieg gleich einen Anfall. Ey, was soll ich denn jetzt machen, Mann? Ich habe keine Muni mehr. Obwohl, da ist jetzt wieder Muni. Brabbeln kannst du echt viel. Vielleicht ist ja jetzt überall Munition wieder vorhanden. Ich sehe hier nichts mehr, ne? Oder die wird nur frei, wenn da Feuer in der Nähe ist. Das kann natürlich auch sein. Da hinten liegt auch wieder Munition rum. Warum? Naja, weil Pater Theodor einfach nur ein Arschloch ist oder dumm. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Scheiße. Du musst gereinigt werden. Naja. Ich hab wieder keine Muni, das ist geil. La 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 la. Nee, eigentlich nicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern würde. Ja,
Vater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Mann, du redest sowieso viel, wenn der Tag lang ist. Also zumindest die paar Schuss, die kommen immer wieder. Okay, gut zu wissen. Ich meine, 6 Schuss ist mehr als 0. Gar nicht raus. Wer sagt das? Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Aber ihr merkt schon, das Problem ist, dass ich halt wenig Munition habe. Weiß er jetzt, wo ich bin? Ich sehe gar nichts mehr. Okay. Füge dich. Und all die Verwirrung und Schuld wird verschwinden. Naja. Ja, Vater Theodor, ich habe es ihm gesagt. Scheiße, man kann ja lange rennen. Hör auf, wegzurennen. Nö. Macht Spaß. Hihi, den zu verwirren macht Spaß. Okay, ich weiß jedenfalls, wo ich jetzt immer wieder die Munition auffüllen kann, zumindest für die Pistole. Die Schrotflintenmunition, die... Naja. Nicht entkommen. Versprochen. Wir müssten ihn eigentlich auch befasst haben. Das müsste jetzt eigentlich seine letzte Phase gewesen sein. Aber wissen tue ich das natürlich nicht, ne? Dreh nur am Rad. Spielen wir Cowboy und Indianer. Jetzt haben wir insgesamt 12. Du wirst mir nicht entkommen. Meinst du? Mensch, du hast ja bald so viel Ausdauer wie Sebastian. Okay. Ich schätze mal, wie gesagt, wir müssten es fast haben. Eigentlich könnte man auch mit der Schrotflinte raufschießen. Problem ist nur... Ja, Pater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Okay, komm einmal jetzt mit der Schrotflinte. Was? Nein! Ein Opfer muss dargebracht. Mann, ich hatte ihn noch fast besiegt, Alter, nein. Och Mann, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Mann, ich wollte jetzt die Folge nicht noch schneiden. Oh, das macht mich hier gerade echt rasend vor Wut. Ich kann nicht verstehen, warum der auf einmal so viel Leben hat. Ja klar, dann mache ich die ganze Scheiße nochmal. Bist du vielleicht ganz bescheuert oder was?
Ey, nee, also wirklich. Da vergeht einem die Lust. Dann hör auf mich zu schießen, Mann. Du Drecksack. Hier wird es mir zu heiß. Ich muss die Flammen löschen. Du kommst hier nicht raus. Er verlangt, dass ich mich um dich kümmere. Du kannst sterben. Oder dich ändern wie ich. Kann ich vor allen Dingen einmal rumlaufen. Weil das Spiel echt so geil ist. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Du wirst ihn nicht entkommen. Also Leute, bitte versteht es nicht falsch, aber ich finde, sowas ist echt eine Katastrophe. Wenn ich einen Bosskampf einbaue, dann muss er zumindest etwas plausibler sein. Das hier ist einfach nur Bockmist-Scheiße. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Er ist ja schon so ziemlich beschissen stark. Aber wenn er denn seine scheiß Maske abnimmt, dann ist der halt noch viel heftiger. Und das gibt mir lange echt auf den Sack. Mann, ich verballer viel zu viel Munition. Und ich hab gleich nichts mehr. Das ist doch nicht. Ja, so. Hier kannst du natürlich gegen die Scheibe schießen, nicht wahr? Ey, nee, ich krieg hier gleich sowas von einem Ausraster. Das glaubt mir keiner. Ja. So ein scheiß Schwachsinn, Mann. Das macht doch so keinen Spaß. Wem ist denn der Haufen Pferdeäpfel überhaupt eingefallen? Wenn ich keine Munition habe, dann kann ich auch nicht viel machen. Komm jetzt her, du kleines Arschloch. Ey, ich habe mir jetzt so weit verwundet. Das war, ach nö, ey. Also wirklich. Ich habe ihn gerade mal so stark verwundet, dass er jetzt gleich erst die Maske abnimmt. Das ist einfach nur furchtbar. Weil ich persönlich kann nicht viel machen, ne? Ich meine, doch einfach mal dein Maul jetzt. Ich bin lange richtig hart auf dem Sack. Mann, ich weiß vor allen Dingen nicht, wo er ist. Da hinten. Also es macht keinen Spaß. Können wir... Jetzt reicht's. Die Spielchen.
Zweifel sind vorbei. Ey, wisst ihr, das kann doch nicht jetzt deren Ernst sein. Guckt euch doch mal die Scheiße an. Und dann musst du jedes Mal neu Feuer löschen. Ja, danke, genau. Leitmeister, ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Da hinten rennt er rum. Also ganz ehrlich, ich find's nicht gut. Ich find's echt nicht gut. Weil es macht auch null Sinn. Vor allem muss ich ihn jetzt eigentlich laufen die ganze Zeit im Schädel ballern. Damit er überhaupt eine Wirkung hat. Lüge dich. Und all die Verfügung. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Ich habe es ihm gesagt. Okay, jetzt müsste ich ihn eigentlich besiegen. Er darf bloß nicht zu nah sein, ne? Ansonsten, ja, wird's etwas problematisch. Ich heb mir jetzt übrigens auch extra die Schrotflintenmunition auf. Denn jetzt wird's nämlich richtig, richtig schwer. Der hinten rum. Ja. Munition. Ey, ich kann mich erinnern, ich konnte damals sehr, sehr schnell platt machen. Also entweder waren meine Waffen wesentlich stärker. Das kann natürlich sein. Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Ist leider schon zu lange her, dass ich das noch wüsste. Man, vor allen Dingen ist hier immer nur dieselbe Munitionsart. Mann, lad doch mal nach. Er ist anstrengend, Leute. Sorry, ne? Einfach nur sorry. Er bot dir Freiheit an. Doch du hast abgelehnt. Warum? Warum? Ja, Pater Theodor. Ich habe es ihm gesagt. Fein. Okay, jetzt müssten wir nur noch mal dreimal treffen oder so und dann müsste er eigentlich besiegt sein. Also wenn er noch immer noch nicht besiegt ist, dann habe ich auch keine Ahnung. Ganz ehrlich. Boah, denn immer so weit sammeln, dass ich wirklich einmal komplett nachladen kann, ne? Oh Mann. Versprochen. Du musst gereinigt werden. Gereinigt am Arsch. Lauf nur weg. Du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht vorbei. Ich will einfach immer nur genug Schuss haben. Ich könnte jetzt auch mit einer Schrotflinte einmal raufballern. Vielleicht bringt's ja was.
Oder auch nicht. Also ganz ehrlich, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich habe jetzt bestimmt schon 60 Schuss reingeschossen oder so. Bestimmt schon 60 Schuss. Also das ist doch nicht mehr in Ordnung. Ganz ehrlich. Also muss ich die Waffen noch weiter verstärken. Und ich muss ja auch langsam eigentlich zum Ende kommen, ne? Das ist halt für mich scheiße. Sowas. Oder war das extra so gemacht? Ich weiß es halt auch nicht mehr. Mann, jetzt ist doch endlich mal gut. Was? Wie viel muss ich denn noch reinballern? Oh, jetzt reicht's doch mal. So derbe übertrieben, das kann doch nicht wahr sein. Immer wieder dieselbe Scheiße. Okay, ich bin bei ihm. Oh nee, Alter, das macht einfach nur schlechte Laune. Weil ich auch fast keine Munition mehr für die Schrotflinte habe, ne? Mann, lad doch mal nach! Tut mir leid, Meister. Ich lasse ihn nicht entkommen. Versprochen. Gib nach, Sebastian. Hör auf ihn. Er wird deine Meinung ändern. Oh. Geht doch! Alter, hat das lange gedauert. Solche Angst. Er muss aufgehalten werden. Das kann ich nur, wenn ich ihn finde, O'Neill. Er hat die Ebene gewechselt. Ist nicht hier. Nirgendwo. Die Maschine im nächsten Raum. Sie muss zerstört werden. Was für eine Maschine? Ich sollte sie bauen, um ihn zu verstecken. Sie muss zerstört werden. Um ihn zerstören zu können. Tja, da haben wir jetzt einen Verbündeten weniger. Was ist passiert? Wie ist O'Neill zu diesem Ding geworden? Keine Ahnung. Ich war in meinem Unterschlupf, seit sie weg waren. Als Liam mich bat, ihn zu treffen, war ich so erleichtert, seine Stimme zu hören. Aber das war nicht Liam. Er war dieses Ding. Ich wollte zu ihm durchdringen, aber sie haben ihn ja gehört. Theodore Wallace hat etwas mit ihm gemacht. Armer Kerl. Ich wollte ihn nicht töten.
Sie hatten keine Wahl. Theodor hätte ihn nicht gehen lassen. Und jetzt? Schauen wir uns die Maschine an, die O'Neill erwähnt hat. Ich glaube, sie ist auf der anderen Seite des Raums, in dem sie uns gefunden haben. Oh, endlich speichert das Spiel. Ey, mal ganz ehrlich. Ich werde hier ausmachen. Ja, hat mich wirklich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Aber ich fand, der Kampf war wirklich extrem zermürbend. Es hat leider nicht viel Spaß gemacht. Beschädigter Flammenwerfer. Die Brennstofftanks dieses Flammenwerfers sind irreparabel beschädigt. Wenn du ihn benutzen willst, musst du Ersatzteile finden. Da die Waffe aus speziellen Teilen zu bestehen scheint, musst du ähnliche finden, aus der du die Tanks ausbauen kannst. Allerdings hast du das Gefühl, dass nicht einfach einer so herumliegen wird. Flammenwerfer. Ja. Könnte ich gebrauchen, aber er ist kaputt. Mit den richtigen Teilen allerdings. Genau. So, Leute, ich muss jetzt erstmal, wie gesagt, die Folge beenden. Es kann sein, dass wir dann bei der nächsten hier nochmal uns umschauen müssen, um weiter voranzukommen. Hat mich gefreut, wie gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.